Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Pure, Positive, Kraftvoll und Erfüllt Leben Podcast. Ich bin Christine Berzelius, Wirtschaftspsychologin, Sozialunternehmerin und Co-Founder von Pure und Positive. Und ihr wisst es, mein Herzensprojekt ist es, mit Menschen im Austausch zu sein, mit ihnen über ihre Themen, über ihre Expertisen zu sprechen, über das, was sie jeden Tag tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Denn ich finde, dass unsere aktuelle Zeit es mehr denn je braucht, dass wir den Fokus auf das Positive legen. Und auch wenn es heute um ein nicht so schönes Thema vom Begriff her geht, nämlich um Krebs, haben wir trotzdem eine sehr, sehr kraftvolle Folge daraus gemacht, der liebe Achim Zinkgräber und ich, weil er selber langjähriger Arzt und ehemaliger Krebspatient ist. Und ein sehr mutmachendes Buch gerade darüber geschrieben hat, wie man Krebs meistern kann. Und zwar ergänzend neben der Schulmedizin auch durch alternative Heilmethoden. Also er schaut mit uns auf sein Leben, teilt eine sehr, sehr persönliche Geschichte und gibt auch wunderbare Impulse und Inspirationen, wie man sowohl als Krebspatient selber mit dieser Situation klarkommt, aber auch als Angehöriger. Und ich finde es einen so, so wertvollen Input für unsere Gesellschaft. Es wird doch noch viel tabuisiert. Wir hatten ja schon mal so ein, zwei gesundheitliche Themen und wir möchten damit einfach auch so ein bisschen aufräumen. Und es ist pure und man kann, und es ist vor allem wichtig, das sagt er auch, und man soll trotz allem diesen positiven Gedanken, dass den Glauben an das Gute nicht verlieren, den Glauben vor allem an die eigene Kraft. Und da teilt er ganz, ganz viel wertvolles Wissen mit uns und ich freue mich sehr, das an dieser Stelle mit euch teilen zu können. Wir haben alles wieder in die Shownotes gepackt, sowohl das Buch als auch ja, die Verlinkung zu ihm. Er gibt auch viel auf Social Media bekannt, teilt viel und nimmt uns einfach auch so menschlich an die Hand. Und das fand ich einfach sehr, sehr herzerwärmend und hat mich sehr berührt. Viel, viel Freude und gute Impulse. Wir wünschen euch trotz dieser schwierigen Zeit, dem schweren Thema, ja, gute Impulse und ganz, ganz viel Kraft. Alles Liebe. Lieber Achim, du bist Mediziner, du bist Forscher und Autor mit einem weit offenen Blick für alles, was die Gesundheit fördert, wie du selbst sagst. Nicht nur in der Schulmedizin, aber eben auch, was mich so ein bisschen aufhorchen lässt, gerade wenn es um das Thema Krebs geht. Viele kennen da ja dieses Schwarz oder Weiß, ne? Links oder rechts, entweder oder eben Schulmedizin oder alternative Heilmethoden. Also das finde ich sehr, sehr wichtig und wertvoll, dass wir da heute drüber sprechen. Als Forschender und bekennender Gesundheitsaktivist, wie du dich selber nennst, fügst du altbewährte, aber auch neue Heilmethoden, also mentale, mediale, aber auch energetische, auf neue schlüssige Weise zusammen und begleitest Menschen und gibst ihnen Input, wie sie mit der Krebsdiagnose umgehen können und ihren individuellen Weg zur Heilung finden können. Was das Ganze so besonders macht, ist, du bist Arzt und selber Krebspatient und schaust somit aus zwei Richtungen darauf. Also erstmal natürlich die Diagnose, aber auch den Umgang damit, ne, und die nachhaltige Veränderung im Leben mit Krebs, was das dann bedeutet, aber auch Therapieformen. Du sagst, plötzlich war ich nicht mehr nur der Arzt, der die Diagnosen überbringt, sondern selber der Patient im Bett, der die Herausforderungen und Ängste hautnah erlebt hat. Aber was ich so, so toll fand, auch in deinem Buch, da werden wir auch gleich drüber sprechen, dein Credo ist, nimm das Ruder selbst in die Hand, denn du kannst viel mehr tun, als du denkst. Also herzlich willkommen bei Pure and Positive und vielen Dank für deine Zeit und vorab für das, was du mit uns teilen wirst. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg nehmen. Wie war dein Leben vorher als Arzt? Und was hat sich auch durch die Diagnose vielleicht verändert? Wie bist du damit umgegangen? Was waren die Gefühle und vor allem, wie geht es dir heute? Viele Fragen. Ja, also erstmal danke für die Einführung und für den äußerst angenehmen Kontakt auch mit dir.
Es ist ja immer noch so ein bisschen so ein tabuisiertes Thema, ne? Oder so ein absolutes, auch so mit dem, finde ich manchmal, erscheint es so, als wäre das ein garantiertes, absolutes negatives Ergebnis, was dabei nur herauskommen kann. Und wie du sagtest, ja, ich bin Arzt, und ich bezeichne mich immer als Ex-Krebspatient, ne? Natürlich weiß das nur Gott oder wie auch immer du das nennen magst, wie lange wir hier sein dürfen und wie lange Gesundheit bleibt, weil auch das meiner Meinung nach ein Weg ist und nicht ein Zustand. Aber ich sehe mich als Ex-Krebspatient, aus schulmedizinischer Sicht ist es so. Und auch das ist mir wichtig zu betonen, weißt du, weil man im Internet ja immer sofort nur die schlechten Dinge mitkriegt, ne? Was hat nicht funktioniert, wem geht es schlechter durch die Therapie? Und die vielen, vielen Fälle, die ich selber gesehen habe im Krankenhaus, aus ärztlicher Sicht, die erleichtert wieder das Krankenhaus auf eigenen Beinen verlassen, die schreiben ja nichts im Internet. Und deswegen bin ich jetzt halt mal auch einer der wenigen, die auch was darüber schreiben und sagen, ne? Ja, vor der Diagnose bin ich eigentlich, glaube ich, so durch so manches Tal gegangen. Ich war ziemlich sicher dann, dass ich mit Medizin das richtige Studium für mich wähle. Ich habe im Rettungsdienst vorher auch gearbeitet. Und dieses Unmittelbare ist vielleicht ein bisschen überdramatisieren, aber manchmal bei Unfällen war es ja so, wirklich Leben retten oder daran beteiligt zu sein, hoffentlich Leben retten zu können. Das war unglaublich starker Antrieb. Ja, für dieses Studium. Das Studium selbst war dann doch etwas zäher und auch viel trockener, als ich mir das gewünscht hätte. Und die Tätigkeit hinterher im Krankenhaus hat mich ehrlich gesagt auch häufig nicht so richtig glücklich gemacht. Zum einen, weil halt, ja, so wie das medizinische System halt ist, das nicht dem entspricht, wie ich es gerne hätte. Und zum anderen, ich so viele Schicksale mit nach Hause genommen habe. Also was ich damals noch nicht kannte und nicht konnte, war der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Und ich habe mitgelitten. Ne? Und habe dann auch in der inneren Medizin gearbeitet, auch viel mit chronisch kranken Patienten zu tun gehabt, mit Krebspatienten, wo wir häufig nichts mehr tun konnten. Und dann später noch in der Radiologie, wo wir sehr viele Staging-Untersuchungen gemacht haben. Das heißt, die Patienten kommen dann alle paar Wochen immer wieder unter Therapie oder nach Ende der Krebstherapie und lassen kontrollieren, was aus den ganzen blöden Tumoren geworden ist. Ja, und es war halt leider allzu häufig so, dass sie größer geworden sind. Und wenn du dann den Leuten in die Augen schaust und denkst, ja, du kommst in 4 Wochen nicht wieder, das war nicht meine Welt. Ja. Ich habe trotzdem eigentlich die ganze Zeit immer nur an Schulmedizin geglaubt. Natürlich, im Studium lernst du ja auch nichts anderes. Ja? Es wird eigentlich andersrum eher manch anderes halt aus, ich sage es nur, wie ich es wahrgenommen habe, aus einer falschen Arroganz belächelt, ne? Ohne es tiefer zu beleuchten oder ihm überhaupt eine Chance zu geben. Und so war ich auch. Dann, ja, wie gesagt, so manche Höhen und Tiefen. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, bin so richtig bei mir, ich bin so richtig der ich eigentlich sein möchte. Retrospektiv betrachtet. Und dann habe ich plötzlich mal im Spiegel so geschaut, den Hals so zur Seite gedreht und habe da so eine Beule entdeckt. Und dachte, psch, was ist das jetzt? Ne? Und natürlich noch erst recht als Arzt fängst du direkt an, die Differentialdiagnosen runterzurattern. Und eine gute war da nicht dabei. Ja? Ging es da gerade aber auch jetzt mit meinem Unternehmen nicht gut und so weiter und habe mich ja ständig hinten angestellt. Ich war mir nie wichtig genug über lange Zeit und habe das halt einfach lange beobachtet, über Jahre. Ja, also wie dumm kann man eigentlich sein, aber so war ich halt. Und es hat dann halt noch Jahre gedauert, bis ich dann die Diagnose bekommen habe, bei einem Freund im MRT lag, zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, jetzt geht es gerade mal bergauf. Jetzt hast du endlich deinen Seelenpartner finden dürfen, was auch mit viel Mut zusammenhing auf beiden Seiten. Ne? Und dann kommt sowas. Da habe ich nun auch nicht mit dem Ausmaß gerechnet. Und dann die ganzen diagnostischen Verfahren bis hin zu einer PET zum Positronen-Emissionstomographie, wo da ich nur gesehen habe, Krebs von oben bis unten.
Ja, In was? welchem Jahr, in welchem Jahr war das? Entschuldigung, dass ich da mal reingrätsche. War 2017. 17. Und dann habe ich gemerkt, also klar, das ist auch wieder so, dass das merkst dann hinterher, weil du darüber reflektierst. Ich war da ja dann genauso wie jeder andere Patient. Ne? Ich komme nach Hause, was mache ich? Dr. Google konsultieren. Ne? Ja, und was du da siehst, ist ja immer nur der letzte Mist. Du siehst, du liest über die Menschen, denen es nicht gut ging, über die Menschen, bei denen Therapie nicht funktionieren. Dann liest du über Studienergebnisse, über Publikationen, versuchst, Gefährliches ja, und auch mit mehr Wissen, ne, als Arzt, du versuchst dich sofort auf einer Überlebenskurve wiederzufinden. Wo bin ich denn jetzt gerade in meinem Stadium der Erkrankung und wie lange habe ich denn jetzt noch laut Statistik? Und lauter so schlimme Sachen. Ne? Und also da geht es einem als Arzt jetzt auch nicht besser mit der Diagnose. Da geht es jedem, glaube ich, gleich bescheiden. Und ich bin dann auch durch die ganzen Phasen durchgegangen, wie glaube ich, die allermeisten Patienten durchlaufen, die ich auch so als verschiedene Stufen im Buch beschrieben habe. Und es geht halt los mit Schock, mit Ohnmacht, mit Tränen, mit Verzweiflung, mit Ratlosigkeit. Aber ich habe dann auch irgendwann die Therapie angefangen, also Chemo und Antikörper. Da habe ich dann noch ein Leberversagen bekommen und das war. Also sagen wir mal, es waren viele prägende Monate, ne, für mein ganzes Leben, die aber enorm wichtig waren, sonst wäre ich heute nicht der ich dankbar bin zu sein. Und ich habe halt irgendwann, ich weiß nicht, woher das kam, irgendwann habe ich mir gedacht, ey, diese schulmedizinische Therapie, ja, das ist wichtig und es leuchtet mir ein, dass die mir hilft, aber das kann nicht alles sein. Das kann nicht alles sein. Es kann nicht sein, dass ich da immer nur hingehe und dass ich genau wie alle anderen über den Flur schiebe mit diesem Infusiomaten und diese Scheiße in mich reinläuft. Und ich dann warte, wie das nächste Urteil der Weißkittel ausfällt. Ja? Und ich selber überhaupt nichts darin bin. Ich weiß doch, wie es ist im Krankenhaus. Dann bist du der Lymphompatient oder du bist das Lymphom von Zimmer 12. Ja? Und du bist. Du gibst dich ab am Empfang, du gibst deine Seele ab, du gibst deinen Verstand ab, dann gehst du mit deinem Körper hoch auf Station und dann wirst du reduziert auf das Organ oder auf das Zielgewebe, das es jetzt auf rein mechanistische Art und Weise zu behandeln gilt. Ne? Und dann wird an deinem Körper irgendwas gemacht. Hier oben und in deiner Seele bist du aber alleine. Ne? Und da ist kalt und leer. Und ja, das war halt mal so, das war der Anfang. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher ich die Kraft bekommen habe, dann zu sagen, nee, da muss es mehr geben. Und ich habe letztendlich eigentlich alles, woran ich zweifelte, über Bord geworfen. Ne? Alles, was ich belächelt habe. Ich habe am Anfang gedacht, ja, klar habe ich auch mal über Meditation gelesen, aber dachte ja, ey, mein Problem ist da draußen. Ich brauche nicht hier sitzen. Und still sein. So löse ich mein Problem bestimmt nicht. Visualisieren, was soll ich mir denn vorstellen? Ich weiß doch, wie es ausgeht. Also das so fatalistisch war ich dann auch teilweise. Und habe dann halt angefangen, mir verschiedene Dinge anzueignen und zu erarbeiten und habe auch sicherlich genügend Fehlgriffe getan in meinen Versuchen. Das heißt aber, ich will die aber auch gar nicht benennen, ne? Weil es für andere Personen vielleicht genau der Game Changer sein kann. Aber es war es halt nicht für mich. Und habe dann nach und nach halt eine Kombination finden können, wo ich dachte, okay, da kannst du dich ja tatsächlich selber stärken. Da kannst du selber was tun. Und du kannst nicht nur etwas beitragen, sondern das hat sich dann eigentlich so ergeben und hinterher merkst du dann, ja, ich bin es ja, der hier die Entscheidungen trifft. Das ist ja gar nicht jemand anders. Ja? Und das ist so was Großartiges. Und manchmal muss man sich selbst dafür die Erlaubnis abholen. Also ich musste es. Ja? Also zum Beispiel was von Dingen, die man selber für sich tun kann, direkt, sei es jetzt Körpertherapien oder erwähnt, Visualisierung, Meditation mit Affirmationen, Arbeit mit Glaubenssätzen, kommen wir nachher noch drauf, bestimmt, hoffe ich zumindest. Ja, aber psychoonkologische Beratung.
kann ich so empfehlen. Ne? Mir ging es auch so, ja, Sie haben das und das, das wurde mir telefonisch mitgeteilt. Und dann in der Nachbesprechung, was machen wir jetzt für eine Therapie, hieß dann auch so, und das ist ja nicht böse gemeint, ich weiß, dass es so läuft im Krankenhaus, ich habe es ja selber so gemacht, ja, wollen Sie noch mit einem Psychologen sprechen? Und jetzt weiß ich, wie das ankommt. Zumindest bei mir ist es so angekommen, ja, ne? Und wenn du jetzt noch einen an der Waffel hast, dann kannst du jetzt einmal mit einem Psychologen sprechen. Mehr Termine wird es wahrscheinlich eh nicht geben. Ne? Und diese psychologische Beratung, einfach mal auch Dinge loslassen zu können. Ne? Eben auch, war auch das Team, das du um dich hast als Krebspatient, nicht mit allem belasten zu müssen. Auch mit existenziellen Sorgen. Ne? Bei dem Profi lassen zu können. Und dann diese Dame mir auch dann wirklich auch mal die Erlaubnis gegeben hat, gesagt, ja, Achim, du kannst auch mal Nein sagen. Das ist okay. Du musst nicht alles mitmachen. Du kannst auch mal dich an erste Stelle setzen und sagen, das will ich jetzt aber nicht. Das will ich jetzt aber. Ja? Die Therapie, die Freizeit, die frische Luft oder was auch immer. Ja? Du musst dich nicht unterordnen immer. Das hat mir jemand sagen müssen. Ja? Also dann weißt du aber auch, wie ich vorher getickt habe. Und ich glaube, dass ja viele so ticken. Ja? Und da sind wir dann eigentlich auch bei Glaubenssätzen, damit, mit was wächst du auf und was hast du verinnerlicht? Ich darf erst lachen, wenn alle anderen sich freuen. Ich darf erst glücklich sein, wenn alle anderen glücklich sind. Ja? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da gibt es ganz viele schlimme Sachen und ganz vieles, was ich halt über mich kennengelernt habe. Ja? Ja, ich glaube, dass sich da auch ganz, ganz viele wiederfinden, leider. Unser gemeinsamer Wunsch war es ja, haben wir in unserem vorherigen Austausch und Kontakt gesagt, trotz der Schwere dieses Themas und so emotional, wie das für viele bestimmt auch ist, für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen, wir wollten ja einen positiven Beitrag Ja. gestalten und Menschen dabei unterstützen, ja, trotz der Diagnose Krebs nicht zu verzweifeln, optimistisch zu sein. Und seinen eigenen Weg zur Heilung zu finden. Und da hast du ja wunderbare Ansätze auch. Wie fängt man dann Menschen auf, die die Diagnose Krebs erhalten? Welchen Ansatz hast du da jetzt gerade vor diesen Erfahrungen, die du gemacht hast? Es ist eigentlich, würde ich mal sagen, vielleicht so eine Mischung aus Verständnis, was die aber auch spüren, ja? Und in Liebe führen, an die Hand nehmen. Und ja, die merken natürlich, dass ich beide Seiten kenne, dass ich beide erlebt habe, so wie ich spreche. Und ich habe auch von denen immer die Erlaubnis, dass ich deutlich mit denen spreche. Ja? Manchen sage ich es auch so deutlich, wie ich es mir selber damals gesagt habe. Ja? Du musst jetzt deinen Arsch hochkriegen. Ja? Kein anderer macht es für dich. Kein anderer. Und kein anderer kann es entscheiden. Es ist dein Leben. Also auf jetzt. Hoch. Geh raus. Ja? Und ja, ich nehme die an die Hand, aber ich führe sie nicht. Ja? Das mache ich auch jedem klar. Das ist dein Weg. Und ich kann dich ein Stück begleiten. Ich kann dir vielleicht auch ein paar Abkürzungen zeigen. Aber du musst den Weg gehen. Und da werden Steine drin sein, um Gottes Willen, ja, und zwar viele. Ja? Und wenn du, sobald du deinen Weg gehst, ist der immer schmal und rauf und runter. Der ist nicht breit gewalzt, weil ihn schon 100 andere gegangen sind. Ne? Aber der Vorteil ist, dass es halt dann auch maßgeschneidert für dich ist, für deinen Körper, für deine Seele, für deinen Geist. Und eigentlich mit das Erste, was wir machen, eigentlich sind Atemübungen. Weil ich habe dir erzählt, ich habe an das alles nicht geglaubt. Ja? Auch meditieren und so war ja alles fremd, selbst wenn es nur, ich hätte mich nicht mal auf 2 Minuten Meditation eingelassen. Ja? Eine Atemübung, okay, dazu konnte ich mich hinreißen lassen. Und wenn du das eine Weile machst mit jemand und dann hinterher, dann merkst du eigentlich, was jetzt passiert ist. Ja? Wo waren denn deine Gedanken? Na, die waren plötzlich mal nicht überall für ein paar Sekunden, sondern die waren plötzlich halt mal nur bei mir. Wie hat sich das denn angefühlt? Ja gut, herzlich willkommen. Ja? Das ist der erste Schritt. Ja? Und darum geht es. Der erste kleine Schritt. Ja? Das reicht manchen sogar schon. Ja? Also natürlich geht der Weg länger, aber mir ist es wichtig, an die Hand hoch aufstehen, den ersten Schritt machen. Und sobald du dann, und das sind dann immer noch so große Begriffe, weißt du, Achtsamkeit,
Dankbarkeit, Ja. Liebe für sich selbst. Aber es geht automatisch. Man muss es nicht erwähnen. Es gibt so viele Übungen, die automatisch dazu führen. Und zwar das Schöne ist, ob du willst oder nicht, das führt dahin. Ja? Und es führt zu dir. Ja, ich habe das ja auch auf meinem Instagram-Account als angepinntes Zitat von Rumi. Wenn du beginnst, den Weg zu gehen, erscheint der Weg. Du musst nur mal wirklich angefangen haben. Ja? Und wichtig ist halt für mich, das auch weiterzugeben, was ich von der Psycho-Onkologin gelernt habe, das Ermächtigen. Ja? Dann gibt dir halt jemand von außen die Erlaubnis, dass du jetzt auch mal traurig sein darfst, dass du Emotionen haben darfst, dass du jetzt schlechte Laune hast, dass du verzweifelt bist, dass du Nein sagen möchtest. Das ist alles okay. Ja? Und mit jeder Entscheidung, die du plötzlich lernst, selber zu treffen, für dich wirst du stärker. Schön gesagt. Ja, toll. Also es gibt letztendlich viel mehr da draußen, was dir helfen kann und wo du Hilfe annehmen kannst. Und ich zeige halt, was es alles gibt. Also zumindest im Buch auch einen Auszug davon. Ne? Natürlich gibt es viel mehr. Ich schreibe darüber das, was ich kenne. Aber es soll ja letztendlich auch nur eine Inspiration sein. Ich bin genauso auch, bis jetzt ist nicht der Fall gewesen, aber ich wäre genauso dankbar für jemanden, der sagt, ich kann mit nichts in dem Buch was anfangen. Nichts davon ist für mich. Dann wäre ich trotzdem dankbar dafür. Das wird so sein, oder vielleicht war es auch schon so, bin ich dankbar dafür. Ich sage, okay, aber du hast eine Entscheidung getroffen. Du hast überlegt, du hast gesagt, das ist alles nichts für mich. Dann bist du aber schon weiter als 99% der anderen Patienten, ja, die keine Entscheidung treffen, nämlich alle für sich treffen lassen. Und die ist auch nicht reflektieren, ne? Zu Genau. gucken, passt das zu mir? Genau, Hier kommen genau. wir später noch auf dieses Individualisierte, da auch mal zu gucken, okay, das sind ja wie so ein Buffet, vergleiche ich es in den Feldern. So, ne? Das sind die Angebote und da zu gucken, zu probieren, passt das für mich? Wie fühlt sich das an? Und diese Reflexionsfähigkeit, das glaube ich, das fehlt ganz viel an der Stelle, oder? Ja, genau. Und das führt natürlich dann dazu, dass du in so einen Standard gepresst wirst, ne? Es Ja. gibt die Standardtherapie gemäß Leitlinie und die ist für alle gleich. Das ist okay in gewissem Maße, weil irgendwie brauchst du eine Anleitung als Arzt. Ja? Es missachtet natürlich auf dramatische Art und Weise, dass unser System aus mehr besteht. Und es gibt ja auch genügend Arzneimittel, die zeigen, ja, es wirkt nicht bei jedem gleich und wir können nicht sagen, wieso. Also auch in der Schulmedizin ist nicht alles schwarz und weiß. Ne? Das darf man nicht so, nicht so vergessen. Ich denke, es ist wichtig, der individuelle Weg. Es gibt viel, was synergistisch zusammenwirkt. Deswegen heißt das Buch ja auch Jenseits von richtig und falsch, weil es eben nicht bedeutet, dass du, was ja etliche anders sehen, was auch okay ist, entweder Schulmedizin oder was anderes. Aber für mich ist es nicht Alternativmedizin, ja, sondern es ist eine integrative Art und Weise, die Dinge smart zu kombinieren. Und zwar so, dass es jedem Einzelnen tatsächlich den maximalen Nutzen hat. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist für mich, auch weil du das Wort halt Heilung erwähnt hast, was ich ja explizit auch nicht erwähne in dem Untertitel, da geht es um Heilkraft. Ja. Ich bin überzeugt, du kannst mit den ganzen Methoden dazu beitragen, deine Seele zu heilen. Ja? Und du kannst zu einem selbstwirksamen Leben kommen. Ob der Körper dem Ganzen folgt, dieser ganzen Energie, das kann keiner von uns beeinflussen, glaube ich. Ja? Und da gehört auch, glaube ich, dann zur Heilung, letztendlich zur körperlichen Heilung, ein gewisses Maß an Gnade dazu. Und was inzwischen auch vom Spiritualismus her bin ich ja auch weitergereift. Meine Überzeugung auch, das vielleicht, was deine Seele in diesem Leben eigentlich lernen möchte. Ja? Also da gibt es ganz viele Facetten. Das heißt aber nicht auch, wenn es nicht funktioniert, sprich der Krebs nicht komplett verschwindet, hast du nicht versagt. Ja? Ich glaube, egal, wie gesagt, wie lange das Leben dauert, solange du es schaffst, zu deinem eigenen Leben zu kommen, zu dem, was deinen Werten entspricht, ja? Dann bist du auf dem Weg, weil dein Weg ist viel länger als in dieser Hülle jetzt gerade. Ja, viel, viel länger. Jetzt haben wir es schon ein paar Mal angerissen,
Krebs meistern jenseits von richtig und falsch. Das ist jetzt vor kurzem erst erschienen und du teilst mit den Leserinnen und Lesern deine Erfahrungen und Erkenntnisse eben. Du hattest gesagt, zu dem Weg, ne, der Wegweiser zum Mut, zu Selbstvertrauen und dieser Heilkraft. Was hast du denn da bisher so für Rückmeldung bekommen? Vielleicht magst du mit uns noch mal ein bisschen reinschauen, wie ist denn das Buch aufgebaut und wie behandelst du da den Umgang mit Krebs? Also wirklich von Anfang, vielleicht magst du mit uns nochmal den Inhalt so ein bisschen anreißen. Also ich hatte das Glück, sehr tolle Testleser zu haben, Okay. die mir wunderbaren Input gegeben hat und die auch fachlich sehr versiert waren. Ja, also das waren Patienten, Ex-Patienten, Angehörige von Patienten, aber auch Ärzte, Traumatherapeuten, Psycho-Onkologen. Und also die sehr vielschichtig arbeiten, ja, oder es selbst schon erlebt haben. Und das Testlesen hat da stattgefunden in einem Stadium, wo das Buch schon ziemlich fertig war, Okay. mich umfassend schon war. Und es wurde mir durch die Bank bestätigt, ja, ich habe es leider genauso erlebt, wie du es beschrieben hast, oder ja, so geht es uns gerade auch. Oder Gott sei Dank schreibst du das, weil wir haben uns auch überlegt, wir müssen mehr tun, aber keiner sagt uns was. Und andererseits von der professionell begleitenden Seite, wie jetzt Traumatherapeuten, mir schrieben, ja, wir nutzen diese Dinge auch. Und das stimmt, also wir sehen das genauso. Ja. Und unisono wirklich ungelogen, Gott sei Dank gibt es das Buch jetzt endlich. Das hat noch gefehlt. Ja. Und das ist halt das, was ich so häufig, ich habe ja auch inzwischen eine bescheidene kleine Bibliothek stehen mit Büchern. Ich möchte auch betonen, ja, nichts in dem Buch ist jetzt mega neu. Ja. Es ist ja vieles, also ich bin auch großer Anhänger der Stoiker zum Beispiel. Ja. Es ist ja vieles, ist ja tausende altes Wissen letztendlich oder bis zu Ägyptern und weiß Gott wohin, ja, was halt immer wieder angepasst wird an die aktuelle Situation. Und auch, ich sehe mich da auch primär halt an jemand, der es halt wieder in einer anderen Art und Weise zusammenbringt, so dass es jetzt heute vielen Menschen nützt. Ja? Und es wird in ein paar Jahrzehnten jemand anders wieder anders machen. Hoffentlich vielleicht auch mit einem Teil meiner Dinge darauf aufbauen. Und so wird es aber etwas, was sich immer weiter fortsetzt. Ja? Ja, das Buch fängt eigentlich damit an, und da hole ich auch Menschen ab, weil ich wollte, ich schreibe euch ganz offen, wie es mir damals ging, als ich die Diagnose bekommen habe. Und auch, wie ich vorher schon mit mir umgegangen war. Und dann ist es eigentlich immer so eine Begleitung. Mir ist jetzt meine eigene Geschichte in dem Buch überhaupt nicht so relevant. Das ist nur einfach ein Beispiel dafür. Zum einen, ja, ich mache ja keine Geheimnisse und ich bin hier nicht der Oberlehrer im weißen Kittel, der euch sagt, wie es zu laufen ist, laufen hat wie in einem Fachbuch. Und zum anderen aber auch natürlich, um ein bisschen aufzuzeigen, wie geht der Weg praktisch und nicht nur in der Theorie. Ich habe alles da reingepackt, was ich gelernt habe, von allen möglichen großen Lehrern. Viele sind ja auch hinten in den Buchlinks erwähnt. Und es ist halt so aufgebaut, wie ich inzwischen auch durch die vielen Menschen, die ich schon begleiten durfte, gemerkt habe, dass es einen Sinn ergibt. Also du kannst nicht im Kapitel 1 mit Visualisierungen anfangen, wenn du damit gar keine Erfahrung hast, natürlich. Ja. Und du musst erstmal vom Mindset her so weit sein, dass das jetzt für dich eine Rolle spielt, und du das zulassen kannst. Grundsätzlich möchte ich auch betonen, das Buch ist nicht so aufgebaut, dass du es von Anfang bis Ende lesen musst. Ja, also wenn du schon durch die Diagnostik und so durch bist und vielleicht auch schon eine Therapie hinter dir hast, kannst du das alles schön überspringen. Ja, und wenn es dich gleich einer Methode zu, zum Beispiel, über die du mehr wissen willst. Und so geht es eigentlich darum, Körper, Geist und Seele zu erreichen, zu stärken, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Bis hin auch dann zu spirituellen Themen, die ich erleben durfte. Und da das jetzt eigentlich rund zu machen für jeden einzelnen Menschen. Ja. Ja.
Ja, sehr schön. Ist auch sehr, sehr gut gegliedert. Wir werden das auch, du hast eben von einem Instagram-Account auch gesprochen. Ganz tolle Impulse, Inspirationen. Wir werden das auch gerne in die Shownotes packen, also sowohl das Buch als auch dein Account, weil so häppchenweise das zu konsumieren, so ging mir das auch beim Lesen. Das ist dadurch sehr, sehr gut möglich. Die Absätze, das kann man auch mal eben so zwischendurch oder wenn man sich einen schönen Tee gemacht hat oder gerade irgendwie im Garten sitzt, ein paar Minuten hat. Was gefühlt so in sich geschlossen, so einzelne ja, Überschriften und trotzdem kann man schon so viel davon von mitnehmen. Also ich finde das ganz toll aufgebaut und sehr, Danke. sehr hilfreich, also sehr persönlich und also sehr kraftvoll einfach. Ja. Danke. Toll. Ja, wichtig ist mir immer noch Ja. auch, ich habe das Kapitel nicht einfach Quellen bezeichnet, na, sondern Hoffnung braucht Beweise. Ja, Und da das. kommen wir später nach. Ja, genau. Okay, dann machen wir das später. Alles klar. Ja, Ja, weil, habe ich auch noch eine Frage. Genau, hatte ich auch gelesen, weil der Newsletter, da hatte ich mich ja auch angemeldet. Der hieß ja auch so. Du sagst, das ist ja auch eben schon, als wir so ein bisschen über Heilung gesprochen haben, du sagst, jenseits der westlichen Medizin bedeutet Genesung in die Heilung gehen und nicht geheilt sein. Also dieses Aktivsein und nicht passiv. Und deine eigene Krise und dein eigener Weg haben zu einer tiefen Veränderung geführt. Und du hast erkannt, dass wahre Genesung nicht von innen heraus passiert und nicht von außen geliefert wird. Und du hast da auch eben schon ein bisschen so über Dankbarkeit gesprochen und du hast eben erfahren, wie Heilung wirklich funktioniert. Was ist denn für Heilung noch elementar und wichtig? Du hattest eben so ein paar, habe ich auch im, ne, im Buch so gesehen, du hattest ein paar aufgezählt, Meditation oder Atmung oder Mentaltraining, Visualisierung hast du eben genannt, aber auch Glaubenssätze, das ist ja wirklich, ne, wie sind wir aufgewachsen, wie sind wir jetzt sozialisiert, durch wen, wie geprägt worden? Was hat es denn hier mit der Dankbarkeit zu tun, von der du auch gesprochen hast? So ein bisschen mehr nochmal über in die Heilung gehen. Ja, es geht ja letztendlich um gesund werden und bleiben, ne? Und zu einem Ausmaß, so gut man es selbst beeinflussen kann. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist, was du insgesamt in die Waagschale wirfst. Und ja, es gibt keine Garantie dafür, aber du kannst vieles tun, um viel zu verbessern. Es gibt jahrzehntelange Beweise. Ja? Habe ich wirklich tolle Bücher gelesen, zum Beispiel vom Lee Shen, der 1950, 1960 in den USA gearbeitet hat. Bücher von Rossman zum Beispiel sind alle auch zitiert im Buch. Die sind teilweise noch nicht mal ins Deutsche übersetzt. Ja. Oder sie sind dann so schlecht, auch schon vom Titel her, so unattraktiv gemacht, dass man es überhaupt nicht lesen wird als normal Interessierter. Ja? Weil du es gar nicht finden würdest. Und wie gesagt, ich konnte mit allem am Anfang nichts anfangen. Das Erste, womit ich eigentlich gearbeitet habe, waren Atemübungen, Meditation erst später. Ich hatte dann auch keine Zeit mehr, weil ich ja dann schon in der Therapie war. Ich habe mit Visualisierungen angefangen. Weil da, du hast ja eh Zeit, wenn die Chemo in dich reinläuft. Ja. Und da sich dann kraftvoll etwas auszumalen, was diese Chemo jetzt macht in deinem Körper und was sie nicht macht, also dass du schlaue Zellen hast, die vollkommen geschützt sind, die interessiert das Zeug überhaupt nicht. Und wie der Tumor aussieht, eben schwach, ne? Grau, wabbelig, hat gar keine schlauen, gar keine besonderen Eigenschaften, ja, und wie der angegriffen wird und was mein Immunsystem unterstützt und so weiter. Das ist mir überraschend leicht gefallen. Weil es halt auch was ist, ja, das ist wie so ein Film, das ist nicht wie eine Affirmation oder so, wo du dir irgendwas einreden willst, so dachte ich am Anfang drüber, ne, wo dann die ganze Zeit hinten einer sitzt und flüstert, glaubst du es wirklich? Das kann doch gar nicht sein. Ja. Und das ist also übrigens, das ist wunderbar auch beschrieben in den Büchern von Carl Simonton.
Das ist sehr nützlich. Und dann baut man ja so nach und nach die anderen Dinge mit ein, weil vielleicht gibt es da auch unterschiedliche Reihenfolgen bei den Menschen, ne? Ich habe letztendlich durch die schulmedizinische Therapie mir die Zeit erkauft, um andere Therapieformen überhaupt zulassen zu können. Also ich Hut ab vor Menschen, die sagen, nee, ich mache die Schulmedizin nicht, ich mache nur andere Dinge. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Ich hätte den Mut nicht gehabt. Ja, da gedacht, wir rennen die Zeit davon. Und dann konnte ich mich auf andere Dinge einlassen und dann halt auch ja, mehr und mehr kennenlernen. Das Tolle an der Atemübung ist letztendlich, wenn du da verschiedene Übungen gemacht hast, dass du merkst, na okay, ich bin jetzt bei mir, ich bin im aktuellen Moment. Und sobald du dann mal zulassen kannst, dass der aktuelle Moment der einzige ist, der relevant ist, weil es der einzige ist, den du beeinflussen kannst, ist man schon mal einen großen Schritt weiter. Auch so, weißt du, so, das ist häufig so dahergesagt, aber und es ist gar nicht so schwer, fand ich. Gar nicht so leicht, Entschuldigung, umzusetzen. So was wie, ja, du weißt jetzt, was das Problem gerade ist, aber kann ich es heute beeinflussen? Nein. Und dann kann ich mich auch dazu entscheiden, den Tag zu genießen. Ja, und da habe ich mir unglaublich schwer getan am Anfang damit. Weil das ist so fern, ja, und es ist doch so leicht. War das nicht Hemingway, der sagte, ich habe mir so viele Sorgen gemacht in meinem Leben und zum Glück sind 99% davon nicht eingetreten. Ja, das ist es ja, das ist das Problem. Ne? Und dann kommst du, wie gesagt, so langsam in die Achtsamkeit und merkst, ja, dass es halt, und Achtsamkeit und Dankbarkeit sind ja sehr eng verknüpft. Und das war so irritierend für mich, weil ich diese Gefühle gar nicht mehr kannte, auf mich bezogen und die überhaupt zuzulassen. Ja, aber je mehr du es machst, umso leichter fällt es. Und was mir auch da in einem Seminar sehr geholfen hat, war, das übrigens ultra anstrengend war, bei einer Meditation sanft sich selbst anzulächeln. Und zwar in einer Beschreibung, die so ungefähr lautete, dass so ganz leichtes Lächeln in den Mundwinkeln. Und das kann so klein sein, dass man es außen noch nicht einmal sieht. Ja, aber das reicht schon. Aber du hast das Gefühl dann. Ja? Und das Endergebnis später ist dann eigentlich, dass du merkst, ja, das war jetzt ein bisschen Selbstliebe, die ich mir dort tatsächlich mal gegönnt habe. Nur für mich alleine. Ja? Und so, also, so vielen kleinen Dingen entsteht das dann. Und ich bin überzeugt, Dankbarkeit ist der Schlüssel, ist der Weg und das Ziel zugleich. Ja? Und Wunderbar. alle der Maßnahmen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die im Buch erwähnt werden und die vielen, die es da draußen noch zusätzlich gibt, die führen direkt oder durch eine Hintertür zu mehr Dankbarkeit und Liebe. Ja. Das ist bei uns auch irgendwie auch so ein gesellschaftliches Thema, oder? Also ich spreche auch mit Menschen aus vielen anderen Ländern und Kulturen und da ist so dieses Miteinander, dieses auch dankbar sein, wenn man wenig hat. Also dieses dankbar im Sein und ist auch ganz, ganz viel Armut oft dabei und trotzdem sind sie am Lächeln, trotzdem sind sie irgendwie glücklich mit dem, was sie haben, weil sie sich haben, weil sie einander haben. Und das habe ich das Gefühl, also wir sind ja noch allen, wenn wir jetzt mal auf die Welt gucken, ne, verglichen mit vielen anderen Ländern, geht es uns ja so gut, leben in so einem Wohlstand und trotzdem sind wir nur am Meckern und nur am Klagen und am Stöhnen. Und da denke ich manchmal auch, was stimmt denn da nicht? Und auch, und dass ich, ja, dass wir jetzt drüber sprechen und ich spreche auch privat drüber oder ich lese viel oder ja, dann denke ich so, stellen doch so viele fest und im Grunde wissen es doch auch viele. Warum fällt es uns denn so schwer, über Kleinigkeiten, ja, also da mehr im Austausch zu sein und mehr Dankbarkeit zu finden? Das ist ja dieser, das braucht ja gar nichts Großes. Das ist nicht mit irgendwelchen materiellen Dingen verbunden oder Situationen, die man erst schaffen muss, Dinge, die erst eintreten müssten. Das kann man durch so einen Gedankenswitch, so einen Geheimnisumschalter, nenne ich ihn aus dem NLP, kann man das ja eigentlich auch erreichen. Das liegt auch da wieder an einem selber und kann vom einen auf den anderen Moment passieren, oder? Ja, das kann es schon. Und wie du sagst, also die Schätze liegen häufig im Kleinen. Bloß erkennt man die halt nicht. Ja? Und Gott, wie lange habe ich
wenn ich mal draus bin oder so, überhaupt nichts wahrgenommen von dem, was mich eigentlich umgibt. Und wie schön ist es doch, mal wieder mehr auch von der Neugier her wie ein Ja. Kind sein, ja? Und auch die kleinen Dinge zu erkennen, und dann auch, lernst du sie auch automatisch Schätzen. wieder mehr zu schätzen. Ja. Ich glaube, das könnte jetzt auch eine gute Brücke schlagen zu meiner nächsten Frage. Ich denke mal, da haben bestimmt auch schon viele von gehört, so Stichwort Schöpferkraft. Und da hast du, da habe ich mir so ein Zitat mal rausgegriffen aus dem Buch, weil du gesagt hast, du schöpfst immer, ohnehin immer, bewusst oder unbewusst, und deine Entscheidungen aus der Vergangenheit haben das gestaltet, was du jetzt hast, das Leben, was du jetzt führst, und diesen Moment, in dem du jetzt gerade bist. Und du kannst dich jetzt neu entscheiden und jeden neuen Moment im Grunde immer wieder. Also entscheide dich jetzt für ein gutes, gesundes und glückliches Leben, für die Menschen um dich herum und auch dein Umfeld. Verändere deine Gegenwart, und dann verändert sich auch die Zukunft. Das fand ich so, ich hab das so oft gelesen und habe einfach mal so stehen lassen. Sag ich, ja, ich habe das schon so oft in ähnlicher Form gehört, mir selber gesagt, gelesen. Und trotzdem denke ich so, ja, die Schöpferkraft, das liegt in uns selber. Aber auch, weil ich eben das Gesellschaftliche so angesprochen habe, könnten wir da vielleicht noch mal reingehen, auch präventiv, weil du gesagt hast, du möchtest ja nicht nur Krebspatienten ansprechen, sondern auch Menschen erreichen, so um ins Bewusstsein, in diese Selbstliebe zu kommen, dass wir noch mal die Schöpferkraft angucken. Wie kommen wir da rein? Was ist das für ein Werkzeug? Wie kriegen wir den Zugang hin in einer Gesellschaft, wo ja immer mehr so der Umgang schroffer wird und auch dieses Gefühl immer so negativ und immer gegeneinander und Ellenbogen? Zu Hause in meiner kleinen Welt passiert mir das wunderbar. So, das kriege ich hin, und den Menschen, die ich mir ausgesucht habe, die mein engstes Umfeld sind. Aber dann, wenn ich rausgehe, ist das manchmal buff, so. Können wir da noch mal reingehen? Wie schaffst du das? Wie schafft man das? Wie kommt man in die Schöpferkraft? Die Basis ist ja, wie gesagt, in der Schöpferkraft bist du immer. Es ist nur die Frage, wie du sie einsetzt. Ja? Wir wissen ja, wem oder was du Aufmerksamkeit schenkst, dem gibst du Energie, dem gibst du Macht. Ja? Also auch was. Tony Robbins sagt, Entschuldigung, dass ich dir mal zwischengrätsche, where focus goes, energy flows. Das Ja, ist das, was mir jetzt gerade so dazu kommt. genau, ja. Und also, ich bin übrigens ein großer Fan von ihm. Es Ja. ist mega, was er macht und was er kann. Das ist ein toller Leuchtturm, ja. Also ich denke, es gibt zur Schöpferkraft führen viele Wege, und auch alle unterschiedlich und individuell. Ja. Mir persönlich hat es geholfen zu erkennen, was mir eigentlich alles schadet und was mir nicht gut tut, was mir Energie raubt. Und für mich zum Beispiel waren es halt, ja, waren die ganzen Medien, ja. Nachrichten, Zeitungen, Tageszeitungen häufig auch halt. Also da kann man ja ausblenden und kann sich um andere Bücher in der Zeitung kümmern und halt vielleicht das erste Buch ausblenden. Ne? Aber das und natürlich dann auch und selbst mit zu meinem privaten E-Mail-Account, wenn ich mich einlogge, sehe ich immer ein paar News. Ja? Und das ist halt meistens immer was Schlechtes. Ne? Es ist immer erntet Kritik, Krieg, Schmerz, Tod. Der ist gestorben, die ist gestorben. Es geht immer um irgendwas, klar. Okay, ja, das gibt halt am meisten Klicks. Traurig, aber wahr, weil darum geht es ja nur. Ja. Sex Und ich and habe mich halt. Crime Cell, ne? Bitte? Sex and Crime Cell. Ja. Und ich habe mir halt entschieden, mich dem nicht mehr auszusetzen. Ja. Also ich kriege trotzdem noch mit, was auf der Welt passiert, weil ganz abschotten kannst du den nicht, will ich auch gar nicht, aber nicht täglich und nicht in dem Ausmaß. Ja. Und damit fühle ich mich schon mal wohler. Ich habe dann angefangen, da habe ich dann gemerkt, es ging relativ schnell. Ich träume weniger schlecht, ich mache mir weniger Sorgen, ich bin weniger bedrückt, ja, und kann mich mehr auf meine Familie und auf mich konzentrieren. Letztendlich auf das, was ich selbst beeinflussen kann. Ja, es bringt nichts, wenn ich mich den ganzen Tag mit Dingen beschäftige, was ich eh nicht ändern kann.
Ja. Wir hatten es schon vom Nein sagen. Nein zu sagen zu Situationen, zu Menschen, zu Umgebungen. Und je mehr Zeit man auch mal mit einer ehrlichen Reflexion verbringt, merkt man auch, ja gut, das hat mir eigentlich noch nie gut getan. Ne? Ja. Der Freund, der, also Ja. der, die freundschaftliche Beziehung zu irgendjemand, egal was, ne? Es gibt Dinge, die tun einem gut und andere Dinge tun einem nicht gut, aber man beendet sie normalerweise viel zu selten. Ja? Dann mehr mit Hoffnung beschäftigt. Es gibt auch Zeitschriften, die sind positiver. Ja? Mit positiven Büchern, mit Hoffnung machenden Büchern. Ja. Und es sind auch, ich, wie gesagt, ich bin überzeugt, wir haben hier zum einen einen Seelenplan zu erfüllen, zum anderen aber auch, dass wir nicht nur in diesem einen Leben hier sind, sondern wir kommen immer wieder, bis unsere Seele so weit ist, dass sie alles gelernt hat. Ja? Und dann wird sie eher jemand, der andere begleitet. Also es gibt da kein, auch da kein richtig oder falsch. Ja? Und dann hat mir geholfen, dass ich auch angefangen habe, Bücher zu lesen von Menschen, die scheinbar tödliche Diagnosen überstanden haben, auch Nahtoderlebnisse hatten und so weiter. Und auch immer wieder so die Bestätigung in Anführungsstriche, ne? Das war so der Anfang davon, ja, okay, vielleicht gibt es da echt wirklich mehr als nur dieses eine Leben. Und das alles dann, und dann später der Schritt auch in das Gespräch, was ich ja immer noch führe, in regelmäßigen Abständen mit einem Medium, das mir Ruhe gegeben hatte. Ich weiß, okay, ich werde meine Lieben irgendwann immer wieder sehen. Ja? Und das hilft einem, ein bisschen Abstand zu finden, ja, zu Sehr vielem. schön gesagt. Ja. Ja, also Bücher jedweder Art, dann, ja klar, wir schauen auch mal gern Fernsehen, aber eigentlich nur Serien oder so bei Streaming-Diensten ohne Werbung, weil die ist auch nicht, Ja. teilweise nicht das, was man wirklich braucht. Ja. Social Media nutze ich relativ wenig und wenn dann eigentlich erinnere ich mich immer wieder daran, ertappe ich mich dann nach ein paar Minuten. Ich bin doch eigentlich hier, um etwas zu schaffen und um einen Nutzen zu Ja, geben genau. und nicht um nur zu konsumieren. Ich Konsumieren. möchte das auch nicht verurteilen, ja, aber ich Ja. habe mich doch auch schon erwischt, wo ist jetzt die halbe Stunde hin? Ja, Ja? Und da hast du nur konsumiert, bist aber keinen Schritt weitergekommen. Ja? richtig, ja. Hättest auch Ja. was anderes machen können in der Zeit. Ja. Letztendlich weniger Betäubung. Und wenig mehr Dinge machen, die man liebt in der gleichen Zeit. Und ein wichtiges Ding ist wirklich rausgehen. Ja? Raus in die Natur. Weiter Blick. Ja. Und auch wenn es schwerfällt, gerade auch mit der Diagnose, das Kind zwingen, nach oben zu gehen. Da oben ist noch ein Himmel, ein blauer Himmel. Auch wenn du nicht siehst gerade, der ist da. Ja? Ja. Erwähnt es schon, mal wieder wie ein Kind sein auch manchmal. Neugierig. Es gibt so viele kleine Wunder. Und alles führt dazu, dass man automatisch besser zu sich selbst ist. Und Ja. dann hast du ja schon wieder, dann hast du dein Ziel schon erreicht, ne? Dann hast du Körper, Seele und Geist schon erreicht. Ja. Ja, großartig. Oh, danke. Danke. Sehr gern, Das ist sehr sehr, sehr gern. wertvoll. Du sprichst auch in deiner Arbeit über ein übermächtig erscheinendes Gesundheitssystem. Ich will an dieser Stelle gar kein irgendwie Bashing betreiben. Dennoch ist es wichtig, und du hast es auch schon ein, zwei Mal jetzt gesagt in unserem Gespräch, es ist wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen, sein Leben zu reflektieren und vielleicht auch an manchen Stellen zu hinterfragen. Du hast es eben auch schon gesagt, wer tut mir gut, wer oder was und wer eben nicht. Auch so diese Energieräuber, sich davon zu verabschieden. Wichtig ist aber an dieser Stelle auch, sich nicht schuldig zu fühlen, aber den Weg zu sich zu finden und das Steuer nicht abzugeben. Wie findet man denn hier einen guten Weg, wenn man jetzt mit der Dio, wenn die Gefühle einen übermannen und man zuerst gar nicht weiß, oh Gott, wie soll denn das überhaupt alles weitergehen und und Arbeit und Familie und kannst du da vielleicht nochmal so die ersten Schritte mit uns besprechen? Man ist ja dann automatisch erstmal in so einer Abfolge drin. Wie bleibt man sein eigener Herr? Wie gibt man das Ruder nicht aus der Hand? Weil erstmal ist man ja überfordert, man ist ohnmächtig sicherlich auch. Und oh Gott, man hat es ja immer nur von anderen gehört. Auf einmal bin ich selber in der Mühle drin. Wie geht es denn mit mir jetzt weiter? Wie schafft man das, wirklich faktisch einen guten Weg zu finden, in die Eigenverantwortung zu kommen und zu sagen, so stopp, ich muss mich jetzt erstmal
besinnen, das und das und das wäre jetzt hier der nächste Schritt und nicht gleich morgen Termin, Chemo und so. Gibt es da Anlaufstellen? Gibt es da so gewisse Abläufe, die man ja, die man gehen kann, die man nehmen kann, um da klar zu bleiben und sich nicht irgendwie in so einen Automatismus zu begeben oder katapultieren zu lassen? Also es ist wichtig, glaube ich, für viele zu realisieren, dass es ein Leben gibt über den Krebs hinaus. Ja. Das heißt nicht, dass man ihn garantiert überlebt, aber es bedeutet, dass das Leben aus mehr besteht als nur der Krebs, auf den man dann so häufig ausschließlich reduziert wird. Ja. Und auch in der Gesellschaft, ne, von manchen Freunden und so weiter. Und ja, in dem Gesundheitssystem, das wir haben, das halt de facto hauptsächlich auf Nachsorge ausgelegt ist, ist es, finde ich, schon besonders wichtig, dass man eigenverantwortlich handelt und mehr für sich tut, was wir schon auch, ja, wo man eigentlich mehr drüber lernen könnte, schon in jedwedem Alter eigentlich, ne? Ja. Was man präventiv alles machen könnte. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, ja, wir wissen doch alle, dass wir Dinge machen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind. Ja. Und ich will da auch nicht mit auf irgendjemand zeigen. Ich hatte früher viel Wut in mir, ich habe es ja am Anfang kurz erwähnt und habe alles mit mir selber ausgemacht. Jede Verzweiflung, Trauer, das war alles immer nur in mir drin, alles in mich reingefressen und habe letztendlich das Leben von jemand anders gelebt. Ich habe es gefühlt, aber ich konnte es erst hinterher realisieren. Ja. Und ja, und da habe ich halt auch meine Gedanken betäubt, um mich mit mir selber auseinanderzusetzen, letztendlich. Ja. Und das ist mir auch natürlich erst im Nachhinein klar geworden. Und da hat auch Alkohol eine gewisse Rolle gespielt. Ja. Da habe ich auch mal 3, 4 Bierchen am Abend getrunken. Und das ändert sich halt dann zum Glück, wenn man wieder am Ruder ist. Also heute trinke ich kaum noch was. Und wenn, dann ist es mal aus purem Genuss, aber nicht um einen Schleier über irgendetwas zu legen, womit ich nicht zurechtkomme. Ja. Und sich so sehr anzunehmen, dass man tatsächlich dann den Schleier mal lüftet und selber drunter schaut. Ja. Hut ab vor jedem, der den Mut hat, weil das ist schmerzhaft, was man da Ja. drunter sieht. Aber es ist wichtig. Ja. Auch da wieder, der erste kleine Schritt ist der wichtigste. Am kleinen Zipfel mal anheben. Ja. Das lohnt sich schon. Und was da enorm wichtig ist, meiner Meinung nach, sind Glaubenssätze. Ja, das ist sowas Gravierendes. Ja. Es lohnt sich immer, sich damit auseinanderzusetzen. Es bringt dir selber so viel näher. Und daran zu arbeiten, sie zu verbessern, sie zu verändern, ist eine lange Arbeit. Braucht man sich auch nicht wundern. Ich meine, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, hast du ja auch schon 40, 50 Jahre in dir, ja, und lebst nach ihnen unterbewusst. Dann kannst du ja nicht erwarten, wenn du es jetzt einfach, jetzt habe ich sie geändert, dass jetzt gleich ein kompletter Switch des Systems stattfindet. Nee, das ist auch Arbeit. Aber das ist eine ausnahmsweise halt mal eine Arbeit für dich. Also von daher schon lohnenswert. Und es ist auch eine eine Tür, die einen komplett neuen Raum öffnet, ne? Also dann man nimmt einen anderen Weg. Allein durch diesen Schritt hat man eine andere Richtung, hat man eine andere Perspektive und von da sieht dann auch alles ganz anders aus, ne? Man merkt vielleicht auch mehr, was tut mir gut, was nicht, was braucht es jetzt gerade, muss ich irgendwie recherchieren, das Buch lesen, mir irgendwas aufschreiben, den oder die anrufen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass einfach dadurch, dass man sich selbst einen Schritt bewegt hat, dass die Perspektive ja eine ganz andere ist, ne? Und andere Türen dadurch öffnen. Ja, ganz Und genau. man, und da sind wir jetzt auch wieder bei der Schöpferkraft, das merke ich so im Alltag, wenn mich gewisse Dinge beschäftigen oder ich mich für ein Interview vorbereite oder für ein neues Thema, auf einmal springen mir dann gewisse Bücher ins Auge oder ich werde auf irgendeine Karte oder über irgendeine Werbung oder sowas, werde ich auf irgendwas aufmerksam oder irgendein Event oder es kommt ein bestimmtes Lied im Radio, ne? Und das sind dann auch Dinge, wo ich denke, ja, das ist, ich habe das Steuer in der Hand und das bin ich jetzt hier gerade, die das entschieden hat und deswegen kommt das jetzt so auf mich zu, ne? Ja, toll. Ja. Und noch vielleicht nur noch mal, ich möchte wirklich betonen, Ja. nur die Möglichkeit einer psycho-onkologischen Beratung. Ja.
Es ist unglaublich wertvoll. Nutze sanfte Körpertherapien, auch einfach zu merken, und du darfst, das war total schwierig für mich, das fällt mir gerade noch zum Glück ein, du darfst deinen Körper so annehmen, wie er ist, und du darfst den Körper lieben. Du bist nicht der Krebs. Ja, und der hat nicht die Allmacht über dich, so wie ich es zumindest vorher wahrgenommen habe. Ja. Und gerade auch jetzt, jede Emotion ist okay. Jede. Und alle müssen raus. Ich hatte das Problem, ich habe ja eingangs kurz erzählt, dass ich auf so einem Seminar war, ein mehrtägiges, was mir so schwer gefallen hat, da mich zu öffnen. Und ich da dann den Begriff der gefrorenen Tränen mir halt erzählt wurde, ne? Und wie sich das wie ein Riesenschwall da Luft gemacht hat. Und das ist so wichtig. Und dann hast du auch eine professionelle Stelle, wo du sowas auch mal loswerden kannst. Ja, weil natürlich ist er belastend, aber ein Profi kann natürlich anders mit umgehen. Der ist nicht persönlich involviert und hat Methoden zur Bewältigung an der Hand. An der Ne? Hand. Ja, toll. So jetzt nochmal zum Abschluss. Du sagst, in deinen Recherchen hast du dich ja mit den Wirkungen verschiedener Methoden und Ansätze beschäftigt und dein Leitsatz lautet: Hoffnung braucht Beweise. Du hattest jetzt eben auch so angerissen, wie man den Körper noch unterstützen kann, Vitamine, Mineralstoffe, Entspannungsverfahren, und hast eben in dem Zusammenhang auch Hoffnung und ja, Hoffnung brauchen Beweise, Never Surrender, Health und gemeinsam stark werden betont. Können wir da vielleicht nochmal zum Abschluss reingehen? Du hast ja dieses fundierte, ganzheitliche und individualisierbare Therapiekonzept entwickelt. Vielleicht, dass wir da nochmal drauf schauen. Was ist Never Surrender Health? Ja, danke. Ja, großer Name, ne? Aber mir war halt wichtig auch, ja, ich gebe mich jetzt nicht auf. Und das möchte ich halt auch bei vielen anderen erreichen. Geb dich nicht auf. Ja, ich hab halt viel gelernt auf meinem Weg. Und wie jeder andere auch, habe ich mich auch gefragt, ja, warum denn gerade ich? Ja, ich glaube, die Frage stellt sich jeder. Und meine Antwort, die dann zu mir kam, war ja, damit du eine Abkürzung für andere sein kannst. Und das ist das Ziel davon. Ne? Ich habe viel mehr probiert, als ich erwähne. Ich weiß, was funktioniert, was vielleicht bei anderen funktioniert. Ich weiß, was eher nicht funktioniert. Ne? Und ich möchte, dass andere davon profitieren und nicht bei Null anfangen, wie ich. Wir müssen ja irgendwie weiterkommen auf eine höhere Ebene. Ne? Und ich habe für die ganzen Bücher erwähnt, die ich schon gelesen habe. Auch letztendlich auch geht es um eine Kombination der Weisheit von vielen Menschen, von nicht nur der Autoren, sondern auch der Patienten, die sie begleitet haben und was die alle gelernt haben gemeinsam. Und das habe ich vereint in meinem System, und eben nicht gegeneinander ausgespielt, sondern synergistisch, ergänzt. Ergänzt. Ja, wie du sagst, und das ist mir wichtig zu betonen, es ist ein offenes System. Es ist ein Lernsystem, das wird nie final sein und das wird immer individuell sein. Das ist ein individuelles Puzzle und jeder nimmt sich die passenden Puzzlesteine für sich heraus. Ja. Und ich will in die Aktion bringen, jeden Einzelnen, und klar machen, dein individueller Weg ist genauso individuell wie du selbst. Wenn jemand nur Sellerie isst und dadurch seinen Krebs besiegt, toll. Das heißt aber nicht, dass es mir nützen würde, nein, weil ich halt Sellerie nicht mag. Ja, da gehe ich mit der falschen Einstellung dran und das ist dann eher ungünstig. Und ja, ich habe ja auch genug Seminare besucht und das alles ist Never Surrender Health. Das Buch ist jetzt der erste Schritt, wo ich halt, wie du gesehen hast, sehr viele Methoden vorstelle und auch wissenschaftlich untermauere, wie ist der Stand dazu und auch, um Hoffnung zu machen und aber auch richtig einzusortieren, weil es da draußen natürlich auch genügend Leute gibt, die sagen, ja, mach das und dann hast du garantiert dieses Ergebnis und so ist es halt nicht. Das ist nicht. Dann kommt aber der nächste Schritt, ja, wie kombiniere ich es denn am besten, in welcher Sequenz und wann, wie mache ich dann weiter danach? Und deswegen habe ich mich auch entschieden, halt einen Videokurs daraus zu Ja. machen, um das zu vertiefen, um eine Struktur zu bringen und noch mehr an die Hand zu nehmen und wirklich eins zu eins quasi ein Video, du bist nicht allein damit und hier ist meine Hand und wir machen das zusammen. Ja.
Und dieser Plan, das ist der Never Surrender Health Masterplan. Und der dann auf jeden Fall ja letztendlich zu einem selbstwirksamen Leben führt. Und weil es auf der Basis der Dinge basiert, die wirklich wichtig sind. Und wir arbeiten im Kurs halt dann gemeinsam sämtliche Inhalte. Und der Plan ist auch individuell. Auch der bleibt ein Puzzle. Ja. Und die Basis des Masterplans ist die Wertearbeit. Die Wertarbeit. Weil das war wirklich das fundamentalste, glaube ich, Schlüsselerlebnis für mich, Wertearbeit. Um zu merken, ja, dadurch habe ich nämlich erkannt, ja, Moment mal, das ist mir ja gar nicht wichtig, was ich gerade mache oder was ich die letzten 15, 20 Jahre angestrebt habe. Das sind ja gar nicht meine Ziele. Das ist ja Ja. gar nicht das, wofür ich in Erinnerung bleiben will. Das wollen ja andere, hätten das gern von mir. Das hat niemand böse gemeint mit mir, ja. Aber es ist nicht das, wofür ich fühlte, hier zu sein. Und dann habe ich auch erkannt, deswegen hast du mit 30 dich das gefragt. Deswegen hast du mit 20 dich so gefühlt, ja? Weil es nicht dir entspricht. Ja? Und wenn du das mal klar hast, dann bricht man das immer weiter runter in den Masterplan. Es geht um 5 Jahresziele. Da gibt es gemeinsame Visualisierung, Meditation, um dem Ganzen nahe zu kommen. Ja? Wohin will ich eigentlich? Aber immer, weil du es ja vorher erarbeitet hast, auf Basis deiner Werte. Ja? Du wirst nicht mehr vom Weg abkommen. Dann arbeiten wir mit 6 Monatsmeilensteinen und runter auf 6 Wochen Schritte, was immer wieder einzahlt auf die anderen Themen. Zwischendurch geht es dann natürlich stark um die Glaubenssätze, ja, weil wenn du sagst, in 5 Jahren habe ich dies oder jenes erreicht und hinter deinem Ohr steht die ganze Zeit jemand und sagt, hey, das glaubst du doch selber nicht, das ist ja wohl Quatsch, du hast doch noch nie was geschafft in deinem Leben, warum soll das jetzt plötzlich anders sein? Das gilt es natürlich immer wieder auch zu entfernen. Ja. Und zum Schluss gibt es halt dann die ganzen Unterstützer, ja, die Atemübung, Meditationen. Hörbare und unhörbare, also subliminale Affirmationen, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Visualisierung, Körperübungen und noch vieles mehr. Und das auch so zum Selbst, zum körperlichen Aufrichten kann man viel tun. Ne? Und das gehen wir dann alles da gemeinsam durch und ja, Großartig. so gesund werden und bleiben glücklich. Ja. Ja, toll. Ja. Lieber Achim, das war jetzt eine Stunde so großartig gefüllt und ein richtiger, ich sag, so Blumenstrauß mit so vielen Impulsen und Inspirationen. Und wir haben so viel, finde ich, auch angerissen. Du hast dann auch einige Sachen, finde ich auch ganz toll in der Tiefe nochmal dargestellt. Und ich finde das gerade ganz rund und ganz toll. Und wie gesagt, ich werde alles auch verlinken, wenn man mehr hören und erfahren möchte. Und was ich auch einfach so schön finde, dass du es durch deine Arbeit schaffst, also diesen Optimismus zu versprühen, dass Menschen die Hoffnung nicht verlieren, dass sie in ihre Kraft kommen, diesen Glauben an sich selber wiederfinden können. Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass er in jedem von uns da ist, dass das nur ein bisschen verschüttet ist mitunter und dass das so positiv dir gelungen ist, trotz dieses Themas, trotz des Begriffs Krebs. Und deswegen danke ich dir sehr für den ganzen Input, für alles, was du da mit uns auch persönlich geteilt hast und ja, dass die Ebene, die du da für andere auch geschaffen hast. Also von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Und ich Danke. würde dir jetzt gern wirklich nochmal abschließen, so in ein, zwei Sätzen das Abschlusswort übergeben. Was glaubst du, braucht es für so eine grundlegende Änderung, so gesellschaftlich? Und was wünschst du dir im Großen für noch mehr Menschen, die vielleicht mit der Diagnose zu tun haben, aber auch präventiv? Also, so wie ich das System jetzt gerade sehe, weil wir es davon ja auch hatten, glaube ich, dass wir das System nur selber ändern können. Also von der anderen Seite. Ja. Die User ändern das System, nicht das System ändert die User. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, Krebs ist keine Nische, leider. Ja, es gibt rund 4,5 Millionen Menschen mit Krebs in Deutschland. Jeder Krebs weiß, Krebs hat nicht einer, es hat die ganze Familie. Also wenn du das Team um einen Patienten noch mit in Betracht ziehst, dann reden wir von 20, 25 Millionen direkt oder indirekt Betroffene, viel zu viele. Ja. Und grundsätzlich, ja, ich möchte jetzt erstmal so viele Menschen wie möglich erreichen
um sie an die Hand zu nehmen und ihnen Hoffnung zu machen, dass es das mehr möglich ist in dem Leben. Und dann, wie gesagt, Schritt für Schritt auch immer früher in ihrer potenziell ungesunden und nicht selbstliebenden Lebensweise. Und ich hoffe halt ja, mehr noch Gesunde zu erreichen, um irgendwann auch in eine richtige, wirkliche Prävention kommen zu können mit der Gesellschaft. Der Gesellschaft. Und auf dem Weg dahin fände ich es toll, wenn wir es irgendwann mal schaffen, auch echte Genesungshäuser zu etablieren. Das ist noch so ein Traum von mir, ja? Wo wirklich die verschiedenen Profis nebeneinander stehen und den Patienten weiterhelfen wollen, sich nicht gegeneinander ausspielen, das nicht gegeneinander aufschließen, sondern man einfach das Ziel hat, wir gucken, dass so viele wie Gemeinsam. möglich auf eigenen Beinen durch den Haupteingang wieder rausgehen und nie wieder zurückkommen. Ja? Das, mal sehen, wie weit wir kommen. Prima. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.